It's Anya time. Hallo zusammen. Ich muss hier, glaube ich, einen kleinen Rand loswerden. Ich habe mich diese Woche doch zweimal richtig doll aufgeregt, bin morgens aufgewacht und hatte schlechte Laune, was sehr selten vorkommt, und versuche mir das jetzt so zu erklären, was denn da jetzt so zusammenkam. Ich habe in den letzten Monaten, Wochen ziemlich viele sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt, gesprochen, diskutiert. Wir haben jetzt Anfang Mai und in dieser Gesellschaft bewegt sich nach meiner Ansicht nach nichts. Absolut nichts. Es werden lauter Studien in Auftrag gegeben, es werden Fördertöpfe bereitgestellt, die Leute reisen wie bekloppt zu Konferenzen hier und dort, erzählen sich überall aber immer dasselbe. Seit 10 bis 15 Jahren höre ich bei allen Konferenzen, wo ich war, ich gehe schon gar nicht mehr hin. Ich höre da nichts Neues, ich sehe da auch nichts Neues. Ich schaue mir das an, ich schaue mir auf Twitter, follow ich den Hashtag und ich sehe nichts. Ich sehe nichts Neues, ich sehe überhaupt gar keine Innovation, weder in den Köpfen noch geschweige denn von Projekten, die wirklich innovativ wären. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, in den unterschiedlichen Institutionen, dass sich doch mal was ändern müsste, da stimmen eigentlich einem alle zu. Also ich kenne kaum einen, der sagt, nee, ist alles bestens, wunderbar, lass doch, was hast du denn eigentlich? Sondern alle stimmen zu, dass wir ein Bildungsbudget zu haben, was nicht effizient genutzt wird und das man weit besser anders nutzen könnte, wenn man denn wollte. Aber dann wird der schwarze Peter hin und her geschoben. Die einen sagen, ja, aber die Auftraggeber wollen das gar nicht anders. Die wollen gar nicht, dass man darüber nachdenkt, wie man den Status quo transformiert. Bricht man mit denen in den Verwaltungen. Sagt, ja, was ist denn das? Warum geht das hier nicht vorwärts? Sagt, ey, wissen wir auch nicht irgendwie. Die interpretieren das so, als wollten wir immer nur den Status quo. Es ist überhaupt gar keine Kreativität, keine Offenheit, kein neues Denken. Niemand macht was Neues. Niemand probiert mal wirklich was Innovatives aus. Es wird immer nur wiederholt. Es ist vorauseilender Gehorsam. Alles andere sind Ausreden. Und warum ist das so? Warum bewegt sich da nichts? Weil wir sind ja alle so aufgewachsen, dass irgendwie ein Staat einem die Gelder dafür gibt, dass man was bewegt. Das ist natürlich absurd, weil der Staat wird sich niemals und die Institutionen werden sich niemals von alleine aufheben. Man muss das natürlich, irgendwie muss man denen den Boden unter den Füßen wegziehen. Ansonsten bewegt sich nichts. Ich finde es im Moment ganz furchtbar, wie das System festgezurrt ist. Und es bewegt sich wirklich gar nichts. Gar nichts. Hört euch das an. Ich habe beim letzten Mal, als ich hier war, das war, ich glaube, im September beim BMBF, in einer Rede gesagt, ach, ich bin so erfreut, in Deutschland passiert so viel. Und seit September habe ich viel nachgedacht und heute sage ich, nein, ich bin überhaupt nicht erfreut, weil in Deutschland passiert viel zu wenig. Viel zu langsam. Es läuft alles seinen gewohnten Gang. Die Personen, die im Trockenen sitzen, planen lieber ihren Urlaub oder ihre Feierabendaktivitäten. Und der Rest kommt eh nicht zum Gehör. Aber die Disruption wird kommen. Sie ist sogar schon da. Es gibt ganz viele Branchen, die schon durchgewirbelt wurden. Und wisst ihr, was das mit den Leuten macht? Ich will hier keine Angst machen. Und es wird dann auch immer wieder gesagt aus den Institutionen, nicht so reden irgendwie, wir machen den Leuten Angst. Ja, vielleicht muss man den Leuten Angst machen, damit sich was bewegt. Damit sich aus der Gesellschaft heraus der Druck auf die Systeme, auf die Institutionen, auf den Status quo immer immenser wird und sie müssen sich dann irgendwann bewegen. Ansonsten wird das hier nicht. Gestern war ich zum Beispiel bei Amazon, Digital Innovation Day. Dachte ich mir, höre ich mir doch mal an, wie die Innovation lebt. Und es ist wirklich ein komplett anderes Denken. Und seitdem habe ich noch schlechtere Laune, weil ich merke, in welchen kleinteiligen Diskussionen wir uns hier verlaufen, die nichts verändern werden. Was die machen, ist konsequent vom User her zu denken. Konsequent. Nichts anderes. Okay, in der Bildung können wir nicht vom User her denken, weil die wissen ja selber nicht, was sie wollen. Das wissen sie aber bei Amazon auch nicht. Das sehen die an den Daten, nicht an irgendwelchen Annahmen, nicht anhand irgendwelcher Ideologien, sondern sie gucken genau aufgrund der Daten, aufgrund der Materie, was passiert da und wie können wir den Leuten besser helfen. Und wenn man das mal sich zu Ende denkt und wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit zum Beispiel sie aufgrund ihrer Daten ihre Website verändern, alle 0,6 Sekunden wird die Website verändert. Egal, ob jemand drauf ist oder nicht, sie wird dauernd korrigiert und angepasst entsprechend der Daten und der Algorithmen, der Auslese, der Analyse der Daten. Das muss man sich mal begreifen, in welcher Geschwindigkeit das läuft. Und wir futscheln hier rum und es bewegt sich nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Ich würde euch gerne alle mal jetzt auffordern, alle die 10 bis 15%, die was verändern wollen, die wirklich was verändern wollen,
Tut euch zusammen, vernetzt euch und seid mutiger. Macht was, bitte. Und zwar nicht nur intern irgendwie, so dass ihr da euch vielleicht auf eine neue Stelle bewerben könnt, weil ihr so tolle Change Manager seid. Nein, sondern ihr müsst uns helfen, das System umzukrempeln. Von allen Seiten muss Druck ausgeübt werden. Wir brauchen neue Strukturen. Man muss das doch mal anschauen, was hier passiert irgendwie. Wenn ich mir diesen Dieselskandal anschaue, das ist doch der Wahnsinn, was da passiert. Mit welcher Ignoranz die herrschende Elite versucht, hier ihren Topf ins Trockene zu bringen. Ich meine, guckt euch doch die Zahlen an, was hier passiert. Wir können doch nicht immer so weitermachen. Wir können doch nicht immer so irgendwie immer weitermachen, 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 als wäre nichts. Die ganze Erde ist am Glühen. Mann, ich bin echt richtig stinkig. Ich möchte, dass ihr versteht, dass das Neue niemals aus dem Alten heraus entstehen kann. Niemals. Es muss von außen reinkommen. Und insofern kann das auch nicht intern gedacht werden. Es kann auch nicht intern über irgendwelche Arbeitsgruppen und Ausschüsse entwickelt werden. Sondern es muss von außen kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Ansonsten, und das ist eine kleine Drohung, ansonsten werden die Unternehmen das in die Hand nehmen müssen. Und ich hoffe, das sind dann die guten Unternehmen, die dafür Infrastrukturen bereitstellen, damit wir uns hier für das 21. Jahrhundert aufstellen können. Weil es wird kommen, dass die autonomen Autos fahren werden. Es werden jede Menge Leute Arbeitsplätze verlieren. Jede Menge. Und wir haben null Konzepte, null Vorstellungen, wie die auf die neuen Jobs, die natürlich auch entstehen werden, umgeschult werden sollen. Und das ist völliges irrsinniges Konstrukt, was sich manche denken. Das wird innerhalb der bestehenden Strukturen nicht funktionieren. Never. Macht euch das bewusst. Bis dahin. Bye bye. Ciao.